Hallöchen, meine strahlenden Zuschauer, und willkommen zu einer neuen Daddelzeit hier mit RimWorld und unserem Kernreaktorkraftwerk. Oh, was Schönes aber auch. Bevor wir hier weitermachen, ich muss mal kurz was gucken, mir kam nämlich so eine Idee. Tiefenradar. Gab's da nicht noch was? Ich muss mal gucken, ob ich da was forschen muss. Langstreckenmineralienscanner. An anderen Gebieten des Planeten, okay. Nee, ich glaube, das ist hier nicht möglich. Ich dachte, dass das vielleicht eine Möglichkeit wäre, auch zu erkennen, welche Mineralien genau sich unter der Kruste befinden, aber ich glaube nicht. Aber haben jetzt General Tanky an seiner Wirkungsstätte. Dann darf Tanky erstmal hier den Kasua niederknüppeln. Also niederknüppeln mit einem Gewehr. Das Übliche halt. Und jetzt, weil es so schön ist, machen wir weiter mit den Elefanten. Töre. Na, und was machen wir aus den Elefanten in der Küche? Eine Töre-Torte natürlich. Nur das Beste für uns. Hey, gehst du mal mit Treffen rein, du da, denn das will jetzt tot sein, hey, du da, day. Old MacDonald had a elephant, du da, so. Wie auch immer ich jetzt das auf die Melodie gemacht habe. Egal, egal, egal. Manche Dinge sollte man nicht zu sehr hinterfragen. Das macht nur traurig. Oh, stimmt. Und wir müssen die Leichenverbrennung wieder Drogen verbrennen. Ja, das können wir ja auch. Das ist gar nicht mal so schlecht. Ah, wir können Drogen auch verkaufen. Das ist auch wieder geil. Nee, menschliche Leichen von Fremden und Gegnern. Das nicht. Aber hier, da. Damit ist doch alles geklärt. Kolonisten wollen wir selbst irgendwie bestatten in Ehren. Also soweit wir überhaupt Ehre haben. Aber so im Rahmen unserer Möglichkeiten. So, für Tiernahrung haben wir ja jetzt ja das Insektenfleisch. Das ist ja kein Problem. Und das richtige Fleisch, das nehmen wir natürlich für unser Zeugs. Wir sind ja gar nicht mal so doof. Nur so. So, ist hier alles in Ordnung? Offenbar, ja. Und neues Elefantenfleisch. Yes. Oha. Aber hier kommt bald eine Ernte, das ist gut. Da auch. Hier sieht es... Ja, die nächste Maisernte kann gerne kommen. Aber wir haben jetzt natürlich auch ganz viel auf einmal hergestellt nach den ganzen Querelen. Ich glaube, da spielt auch ein kleines bisschen mit rein. So, hier die Temperatur ist in ganz Unordnung, da kann man nicht meckern. Das läuft gut, also generell würde ich mal sagen, wir können uns nicht beschweren. Und noch haben wir auch die möglichen, bzw. die nötigen Sachen um Sicherheit. Ein weiteres Plaststahlgeschütz setzen wir einfach mal, ne? 60 Plaststahl, 3 Bauteile. Geht alles in Ordnung, das passt auch. Dann haben wir hier die Linie komplett. Hier setzen wir vielleicht auch noch so eine Dinger hin, warum nicht? Und dann passt das schon. So, Aufgabe beendet, verbrennende Leichen. Nee. Nicht wiederhole x-mal, sondern wiederhole für immer. Solange da Leichen da sind, sollt ihr die gefälligst auch. Oh, und Döner ist ein bisschen histronisch geworden. Ja, das taucht auf. Geht etwas spazieren. Hoffen wir mal, dass es kein Dauerzustand ist. Und Nestor hat sich vollständig erholt, bleibt aber offenbar leider nicht bei uns.
Schade, Nestor. Ich hätte dich gerne bei uns gehabt, oder? Painkiller Rib. Oha. Der hat ja Schmerzen ohne Ende. Ach du Scheiße. Eine Rippe, die hier offenbar ziemlich angestoßen wurde von den Viechern. Passiert. Passiert. Kann man nichts dran ändern. Eine angefragte Karawane mal wieder. Oi, Hightech-Medizin und Tech-Prof-Persona. Für 37 Hosen. Nicht verunreinigt. Die nahe Siedlung Clownsstadt. Ach, ich habe schon irgendwie gerade Kopfkino, wie die Hosen der Clownsstadt aussehen. Ach, manchmal kitzelt einen das Spiel echt. Ja, schön. Wie weit ist es weg? 5,1 Tage. Müssen wir mal sehen, ob wir das machen. Ich glaube, es sagt, ey. Wir können die natürlich produzieren, das wäre im Rahmen des Möglichen, aber bei, ja, wir haben jetzt auf einmal wieder richtig viel Elefantenhaut. Das auf jeden Fall. So, wo haben wir denn noch? Ja, hier müssen wir erstmal wieder reinbauen. Deswegen haben wir auch nicht so viel zur Verfügung gehabt. Jetzt ergibt alles Sinn. So, einmal hier die Dinger wieder hinziehen und hier habe ich, glaube ich, das müsste das Ding sein. Ja, passt schon. Und wie gesagt, wir können ja dann auch Kühlschränke in den Räumlichkeiten so langsam nach und nach hinbauen. Hier, Wuselin und Jo, die haben sich auf jeden Fall einen Kühlschrank verdient. So, können wir ja mal sagen, wir nehmen den hier und hoch. Wenn ich die Mahlzeiten nicht mit dem Kühlschrank. Eine Kopie davon. Mini-Kühlschrank, genau. Kriegen wir hier hin. Dahin bei der Lampe einfach. Warum nicht? Machen wir hier noch einen hin und da von mir aus auch. Da kriegen wir noch einen hin und da kriegen wir auch einen. Dann können wir das ausbauen und die Betten, die müssen auch demnächst ersetzt werden. Habe ich mal beschlossen. Hier haben wir eigentlich genug Platz, um Dinge aufzubauen. Das ist eine Idee. Möbel, nein. Ich nehme Rinkea, glaube ich. Wir haben ja jetzt hier die richtig awesome Betten. Die wir theoretisch auch aus höherwertigen Materialien bauen könnten. Wir können auch bei Holz bleiben. Das ist nicht so das Problem. Snorek. Nee, es sind noch nicht die ganz modernen, glaube ich. Bin ich der Meinung. Ja, da muss ich mal kurz gucken. Bei Rimkea. Forschung. Rimkea. Ah nee, Millennium Line ist das schon. Das sind dann doch die ganz modernen. Ja, dann können wir uns doch noch überlegen, wie wir das haben wollen. Wir können natürlich hier auch aus Kalkstein, was nicht alles. Ah, dann bauen wir doch einfach mal so zwei Stück davon aus Holz. Ich meine, Holz ist ja auch ein bisschen zeitlos. Nicht umsonst ist das Lied Ich und mein Holz so top aktuell noch. Weil Holz einfach die Ressource schlechthin ist. So, hier darf gerne mal Fortschritte kommen beim Elefanten. Ich weiß nicht, mit wem hat er sich schon angefreundet? Jo hat es versucht auf jeden Fall. Elefant hat aber bisher noch nicht auf ihn gehört. Mal sehen, ob Jo das noch schafft. Wenn nicht er, wer dann? Wurde gerade erst vor kurzem gemacht. Okay, Jo wird das schon irgendwie hinbekommen. Wenn ich da auf etwas vertrauen kann, dann eigentlich doch auf unseren Jo. Yo ho, yo ho, yo 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 yo.
Ah, hier haben wir sogar noch ein paar Steinchen übrig, die wir mit hinpacken können. Aber es wird auch wieder eng, also... Es ist Wahnsinn, was für ein... Ja! General Tanky! Du bist ja der Hammer, ey. Unser Tanky ist irgendwie langsam Allzweckwaffe, habe ich den Eindruck. Dabei hat der Tiere 10 in Anführungsstrichen nur auf 10. Aber die 10 reichen offenbar aus. Ist das geil. Rusa. Gehorsam, jawohl. Das Tier kann einem Herrchen zugeordnet werden, dem es folgen und den es verteidigen wird. Machen wir dann erstmal das und von dort aus geht es dann weiter. Ist doch geil. So lässt es sich auf jeden Fall arbeiten. Da können wir auch nochmal Hallöchen sagen. Ach, kack die Wand an. Wir nehmen die Wasserschweine einfach mal so ins Visier, nicht mit einer geordneten Jagdaktion. Muss ja nicht immer sein. Heute leben wir mal so richtig am Limit. Oh, hier hätten wir natürlich noch ein paar Nashörner, die geben auch richtig Fleisch. Da auch nochmal. Ja, an potenziellen Fleisch mangelt es uns derzeit nicht, habe ich den Eindruck. Hier auch noch, aber die sind weit weg. Der Fluss ist auch noch dazwischen, das ist nicht sonderlich sympathisch. Um das mal so zu sagen, das können wir nochmal jagen. Es läuft in die richtige... Ein meisterliches Snorkbett. Ja, da sind auch die schönen Farben. Da kommt es denn besser rüber, weil das haben wir dann ja, je nachdem, ob wir es hier als Gästebett oder sowas, kommt da ja die Farbe auch nochmal richtig geil rüber. So, zack. Das nochmal weg. Oh, ist das schön. Ist das schön. Meisterlich. Das Ding hat dann auch eine Attraktivität von 50 und noch wichtiger, Ausruheffizienz. 138. Immunisierungsgeschwindigkeit ist sogar auch gut erhöht. Vergleichen wir mal mit, haben wir hier ein meisterliches, genau, da haben wir ein doppeltes, da haben wir nur Immunisierung 107, Operationserfolg, Chance ist glaube ich gleich und Ausruheffizienz 125 und es hat eine Attraktivität von 10, also wenn man das sieht, Qualitätsmultiplikator mal 500% hat einen Grundwert von 2, während diese Dinger hier einen Grundwert von entsprechend 5 haben müssten. Mal sehen. 10. Ja, 10. Rechnen muss man können. Jedenfalls, ich habe das Grundprinzip verstanden. Ich kann nur nicht rechnen, beziehungsweise habe mir die falsche Zahl im Hinterkopf behalten. So, was haben wir denn hier noch so an Steinchen? Kann man ja auch mal alles einsammeln. Granit hätten wir mal wieder. Wäre auch eine Abwechslung. Wir können natürlich auch hier das Ganze mal ein bisschen zerhackstücken, wie man so schön sagt. Im Volksmund. Ja, warum nicht? Machen wir mal hier so und dann können wir hier auch noch mal ein bisschen auf die Kacke hauen, wie man im Volksmund auch sagt. Mensch, was man nicht alles im Volksmund sagt heutzutage. Was haben wir denn hier? Altan umwarb Echo, indem er positiv ihre Konstruktionsfähigkeit erwähnte. Echo wurde davon erregt und ist jetzt mit Altan zusammen. Ach, ich dachte schon, das wäre fehlgeschlagen. Noch geiler. Altan und Echo wollen nun zusammen schlafen. Denke darüber nach, ihnen ein Doppelbett zuzuweisen. Altan, mit Paulette verheiratet, hat ein Verhältnis mit Echo begonnen, macht aber nichts, weil Paulette nicht Teil unserer Kolonie ist. Interessant wird es nur, wenn wir irgendwo eine Paulette mal dazu bekommen. Also, wenn wir als Gäste eine Paulette haben, die will ich unbedingt rekrutieren, damit so ein bisschen Emotionen in der Kolonie entstehen, um das mal vorsichtig auszudrücken. Aber ich finde es schön. Ja. Sollten wir doch irgendwie hinbekommen. Warum eigentlich nicht? Warte mal, das Ding, das können wir ja mal entfernen, deinstallieren. Dann packen wir da das neue Bett hin. Ah, Ech und Altern haben sich das genommen. Den fast eindrucksvollen Schlafraum. Der ist eindrucksvoll, nicht nur fast. Forschungsmenü, ja.
Was nehmen wir denn? Ja, wir können langsam Richtung Raumschiff gehen, aber wir können es auch lassen. Fortschrittliche Windenergie. Ja, wer braucht sowas schon? Ja, nehmen wir noch die Rüstige einfach dazu, dann sind wir möbeltechnisch vollständig. Ist auch nicht schlecht. Muss man sich ja auch mal gönnen. Bildung eines Rudels von 2 Jägern ist auch nicht schlecht. Das gönnen wir uns doch mal gerne. Pixel Cap macht auch mit. Tada! Oh, eine Schlange ist auch noch. Die wollen wir auch gerne jagen. Die beiden Schildkröten nehmen wir. Ah, 3 sind das sogar. Holla, die Wasserschweine. Oder die Schildkröte oder was auch immer. Die heißen alle Holla bei mir. Und das bauen wir auch ab. Ist das nicht schön? Im Moment können wir uns echt nicht beschweren. Das läuft hier super. Das dürfte gerne mal weggetragen werden. Nur mal so zur Erwähnung. Kein freier erreichbarer... Warte mal. Warum darf hier kein Gebäude... Strom... Ah ja. Die dürfen alle eingelagert werden von mir aus. So. Und dann klappt es auch mit den Nachbarn. Warte mal, warte. Pixel Cap, trägst du etwas Wichtiges? Nein, du willst dich nur ausruhen. Kannst du ja später machen. Erstmal kommt das weg. Denn Ordnung muss sein. Ihr kennt mich ja. Ich bin immer ganz ordentlich. Ein meisterliches, ein gutes. Machen wir erstmal das meisterliche reinsetzen. Tada! Dann brauchen wir ein gutes haben wir hier. Das ist meisterlich. Das bleibt erstmal dort, wo es ist, habe ich beschlossen. Normal, normal, normal. Total normal, ne? Gut, normal. Ja, das können wir hier eigentlich wegmachen. Ist sowieso derzeit von niemandem genutzt. Das passt doch ganz gut. Leo muss erstmal seine Wunden lecken, weil das Wasserschwein ihm ordentlich zugesetzt hat. Und auch noch ein bisschen... Ach, das ist eine Narbe durch die Wiesenspinne. Ist aber nicht nett. Das gefällt mir nicht. Schmerzen 3%, das ist nicht nett. Arschmack. Oh. Gefahr. Ganz große Gefahr, dass uns dieser Elefant... die edlen Mahlzeiten wegfuttert, deswegen schnell auf Tierchen setzen, bevor es zur Katastrophe kommt. Und siehe da, unser Insektenfleisch wird derzeit offenbar gut genutzt, um Tierfutter zu machen. Und den stört es ja als letztes. Das gefällt mir. Dann können wir eigentlich auch hier sagen, Kinders, ihr dürft Tierfutter machen, bis wir haben... Wiederhole, bis du... X hast. Ja, es ist ja das, was ich habe. Mensch. Ey. Ich bin hier doch eigentlich auf der Tastatur. Wieso kann ich hier nicht schreiben? Ey. Was ist das hier für ein Rotz? Oh, muss ich das hier händisch... Wieso kann ich hier nicht mit der Tastatur schreiben? Ich fühle mich vom Spiel zutiefst gemobbt. So. Pausiere, wenn zutrifft. Wenn. Weiter bei. 900. Ach. Ey, ihr wollt mich doch hier. Kann ich hier drauf bleiben? Nee, das geht auch nicht. Stattdessen muss ich hier so tun, als wäre ich ein versierter Diablo-Spieler, der irgendwie 1000 Klicks die Sekunde schafft. So, bei 900 darf das dann weitergehen. Ey, was ist das hier für ein... Ja. Aufgestaute Wut. Ich eskaliere bald. Ich finde geil, wir haben einen Elefant mehr. Damit haben wir jetzt... Eins. Das ist geil, wenn Hühner dazukommen, wenn man ohnehin schon
in dem Ding hier drin ist. Es ist eine Wonne. Ja, dann machen wir mal hier Tierchen und Assignto. Ach, All Animals. Ja, das habe ich vor. So, gucken wir. Wenn wir jetzt auf Tiere gehen und nehmen hier einfach mal so eine random Henne. Food Policy Tierchen. Ja. Gut, dann behaupte ich einfach mal, dass wir jetzt dickfett Eier bekommen. Lass dir Eier wachsen, wurde mir immer gesagt. Jetzt kommen sie freiwillig. Es ist supi. So, genau. Das macht nichts. Und zur Not haben wir die auch als Fleischschild. Klingt zwar etwas brutal, ist es auch. Aber es ist geil, wenn die kommen, wenn man mitten in diesem Fenster drin ist. Ist es ehrlich. So, das Ding kann gejagt werden von mir aus. Interessant wäre, wenn die Hühner jetzt jagen gehen. Okay, die gehen irgendwie... Ach! Das zerlegte Raumschiff und so. Und der Kasua. Wird jetzt interessant, was das Ding angeht. Wer sich dessen erbarmt. Bei... Ja, da hat auch... Die haben beide so eine Scheißwaffen. Aber es geht auf jeden Fall in die richtige Richtung. Mal kurz gucken, wie eindrucksvoll ist dieses Schlafzimmer jetzt. Eindrucksvoll 78. Mit einer großen, normalen Statue, mit dem Zeugs hier. Das geht in die richtige Richtung auf jeden Fall. Mal sehen, Stoff haben wir wieder genug. Wir können also teppichtechnisch ein bisschen uns wieder austoben. Warte mal, nee, mehr Böden. Ach, und Wollteppiche haben wir hier auch. Wie ist das überhaupt mit dem normalen Boden? Wie viel frisst das denn? 7 Stoff. Der karierte auch nicht sehr viel mehr. Wollstoff, das ist natürlich auch geil. Marmorkacheln. Marmorschiefer. Ach, das... Kalkstein, Sandstein, Kalkstein, Granit. Kalkstein, Marmor gibt es das auch. Marmor, Schiefer, Sandstein, Granit, Kalkstein. Schade, das gibt's nicht, was ich gerne hätte. Aber egal. Schwarz karierter Teppich. Ja, das hat natürlich auch irgendwie so seinen Charme. Machen wir mal. Violett kariert. Das haben wir hier nicht so farblich. Das wäre auf jeden Fall ein neuer Tupfer, den wir da haben. Go for it. So, und da wird's gemacht. Der karierte Teppich. Ist das nicht schön? Ich weiß auch nicht, hat der irgendwie einen Vorteil gegenüber dem anderen? Kariert hat einen Grundwert von 2. Warte mal, den können wir ja auch mal nebenbei anschauen. So, nee, hier. Der hätte eine Attraktivität von 3, auch nicht schlecht. Mal sehen. Schade, da ist nicht die Auswahl, dass wir den aus Dings machen können. Strohbohnen. Jadebohnen. Der ist sicherlich hier, ja, Attraktivität 6. Ich glaube auch. Aishawai. Wenn wir jetzt die normalen Böden uns angucken. Warte mal, hier Böden. Attraktivität, okay, ist das gleiche, nur anders. Und Holzboden hat Attraktivität neutral. Von daher, Teppich bringt schon definitiv was am Ende. Ich weiß noch nicht, ob für jede Platte die Attraktivität steigt. Rustika-Dinger sind fertig. Perfekt. So wollen wir das. So, gucken wir uns nochmal an, wie das Ganze dann fertig aussieht. So viel Zeit haben wir, glaube ich, einfach mal. Ey, einer fehlt noch. Na bitte. So, hier ist noch ein kleines bisschen Müll. Macht aber nichts. Es sieht geil aus. Und ich hoffe, ihr seid dann beim nächsten Mal mit dabei, wenn es heißt Dattelzeit mit Rimworld, wo wir hier irgendwie andere Dinge anstellen. Und, ach, das ist unser Holzlager. Wieso haben wir kein Holz im Holzlager? Nee.
müssen wir irgendwie in Ordnung bringen. Aber das beim nächsten Mal. Ciao, ciao, ihr Lieben.